Okay, die große Treppe. I'd be glad to. Möchte ich erstmal noch nicht runter. Oh, wieder Geister. We'll stand ready, Kommandant. Wir sind bereit, Kommandanten. Sprich, ich glaube, da geht's dazu esse. Oh, and if I find something good, you can have half. There's not much time. Schnell, es ist nicht viel Zeit. Elune, we've never introduced this much essence into the White Forge. Elune, wir haben noch nie so viel Essenz in die Weiße Hesse gespeist. Abaddon gave us the tools, Vasil. We've got to make them work. Abaddon hat uns die Werkzeuge gegeben, Vasil. Wir müssen sie nutzen. Bücher und Seiten voller Gleichungen und Essenzmengen sind über den Tisch verstreut, als hätte sie jemand eilig durchwühlt. Mhm. Über das Binden von Seelen. Hm. Ah, das ist interessanter Text. Die Ränder dieses Textes sind voll von Notizen, die Seiten sind voller Tintenflecken. Tintenkleckse. Offenbar wurde der Text früher häufig gelesen. Das Entfernen und Übertragen von Seelen ist eine ebenso alte wie erhabene Kunst. Es ist erwiesen, dass die Engvital sie besonders gut beherrschten, auch wenn die Einzelheiten mit ihnen untergegangen sind. Unter diesem Absatz hat jemand gekritzelt: Annalen der Pagoden, Seite 382 bis 386. Was über das Entfernen einer Seele bekannt ist, ist ein schwieriger Prozess, der eine erfahrene Hand und präzise Werkzeuge erfordert, wenn er Erfolg haben soll. Erste Versuche an insgesamt 138 Ziegen haben die meisten Versuchsobjekte mit zerstörten oder zerspalteten Seelen zurückgelassen. In 11 Fällen gelang es, die Seelen erfolgreich zu entfernen. In 9 dieser Fälle verflüchtigte die Essenz sich, ehe die Forscher sie einfangen konnten. Die Worte in Aufbewahrungsbehälter übertragen wurden an den Rand geschrieben und unterstrichen. Der Prozess erfordert leitende Materialien, insbesondere Kupfer und Adra. Ein Eintauchen in Wasser ist nötig, um sicherzustellen, dass die Seelen in gleichmäßiger und einheitlicher Weise gezogen wird. Verzerrung oder Brüche wird ohne Verzerrung oder Brüche. Eine verzerrte Seele ist bestenfalls nutzlos und schlimmstenfalls unvorhersehbar. Ein Fall deutet mit diesem Absatz zu einer gekritzelten Notiz. Extraktionsbecken in CR. 18 Fuß breit, 3 Fuß tief. Soll das Clearband Relax sein? Wir haben inzwischen den Prozess der Seelenübertragung gemeinsam und haben gesehen, welche Vorteile es hat. Schmiedewerk mit der Essenz von Tieren und Wilden zu durchtränken, zu erforschen ist noch, ob die Verwendung von Seelengestatten eine noch größere Wirkung erzeugt, wo wir die geeigneten Versuchsobjekte finden und wie viel Persönlichkeit und Ehrlichkeit wir diesen Fan intakt lassen sollten. Dieser Absatz ist mit mehreren Notizen versehen, angefangen mit Verbrecher, Kriegsgefangene, Freiwillige und endend mit Essenzwächter in Druckbuchstaben. Mhm. I suppose it can't be helped. Hope that helps. Trank der Gnadenfrist, Trank der Gerinner, Klan, Reflexion. Wo sind wir hier? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Deine Haut knistert, als du dich dem Kessel näherst. Er kocht vor Seelenenergie, vor Leben, die dreimal gelebt und gelagert wurde. Essenz strömt wie wirbelndes Wasser umher über uralte Rohre und Zahnräder. Doch dort im Kessel liegt eine schwere Steinscheibe mit Runen verziert und so blass wie Knochen. Nach dem Gegenstand greifen. Du spürst eine Kette deine Arme hinaufsteigen, sobald deine Finger die Oberfläche der Scheibe berühren. Flüsternde Stimmen erheben sich aus dem Stein um dich herum und aus diesem Chor ragt eine einzelne feste Stimme heraus. Stop! These methods belong to us, to the Pargrunen. Halt, diese Methoden gehören
gehören uns, den Pagonen. Was ist hier passiert? You would steal from us, from the... Du willst uns bestehlen, uns und... Abaddon himself. Abaddon selbst. You will regret your trespass. Abaddon selbst, das Zeug zwischen umgibt dich. Du wirst dein Eindringen bereuen. Du hörst ein Knarren und Klicken in der Halle. Draußen steht und zischt etwas. Oh, haben wir jetzt wieder Geister aufgeweckt? Ich habe eine Adra-Scheibe erhalten. Okay. Darf ich mein Inventar sehen? Oh ja, das ist viel zu voll. Ah ja, Adra-Scheibe und Adra-Kugeln. Dieser schwere kreisförmige Gegenstand scheint aus lebendem Adra geschnitzt worden zu sein. Energien durchströmen ihn und lässt die ohnehin schon leuchtend grüne Scheibe strahlend glänzen. Good thing I sold most of my jewelry. How about that? Ah, ich habe die Fallen aktiviert. Okay. So, jetzt sind noch die zwei Geister da oben, die du uns also umbringen wollen. So, okay. Yes. I'd be glad to. I shall be quiet as a calm sea, which is not very. War aber irgendwie zu erwarten, dass wieder so eine Kacke passiert. Tagebuch wurde aktualisiert und wir haben Steuern eingetrieben. Ich habe die legendäre Weißeste gefunden. Ich muss heraus, wie man sie verwendet. It's no trouble. Hope that helps. Oh, wieder Rastvorräte. Dann würde ich sagen, rasten wir hier gerade nochmal. Es sieht aus, als wären diese Skelette einmal gestapelt gewesen. Sie sind jedoch zerfallen, als das Bindegewebe verfaulte. The Guardians will hold the door as long as need be. Everyone else is ready. So few of us remain. Lord Abaddon, guide our hands and steel our hearts. Give us the mercy of your forge. Also die sagen, die Wächter halten die Tür, solange es nötig ist. Alle anderen sind bereit. Es sind nur noch wenige übrig. O Abaddon, führe unsere Hände und stehle unsere Herzen. Schenke uns die Gnade deiner Esse. Also Marun, Zoltun und Exandru sind noch übrig.
Die Säule zerrt an deiner Essenz. Die Säule zerrt an deiner Essenz. Ein Puls der Welt selbst bewegt sich durch sie. Wunderbar, es sieht aus, als würde meine Zähne wackeln, obwohl ich sie stillhalte. It looks as if my toes are wriggling, even when I hold them still. Oh, ein Weg nach oben. In diesem Knochenhaufen liegen, einige schmutzige Münzen und zerfetzte Bänder verteilt. Wohin geht's nach da oben? Kommen wir damit nach ganz oben oder kommen wir damit sogar raus? Wir kommen raus. Nee, halt, das ist derselbe Loading Screen. Oh, wir kommen doch raus. Der bröckelnde Rand dieser langen Plattform lässt vermuten, dass eine seine Treppe von hier nach unten führte, wo sie vielleicht auf einen Pfad stieg. Von der anderen Seite, von dieser Seite aus scheint der Sprung machbar zu sein. Du bezweifelst aber, dass du auf demselben Weg zurückkehren könntest. Bleiben, wo du bist. Also ja, wir könnten von hier aus rüberspringen, einfach auf den zum Turm zurück und dann nach unten gehen. Ich aktiviere jetzt erstmal die Esse und dann gucke ich, wo ich die Schwertsigille, also die Steinplatte mit dem Schwert vergessen habe. Okay. Das Innere der Esse ist mit einer Kruste aus dunklem gekräuselten Stein überzogen. Also ja, hier waren wir auch überall schon. Stellt euch mal da auf, falls die vier Wächter nämlich alle jetzt gleich zum Leben erwachen sollten, sind wir erstmal hier geschützt und müssen nur mit dem Wächter erst klarkommen, während die anderen vier langsam auf uns zukommen. Oder schnell wahrscheinlich. Ein großer scheinender Drachenschädel steht an einem Ende dieser runden Kammer stumm Wache. In seinem Schlund befindet sich ein Geflecht aus stählernden Gittern, Rohren und Luftdurchlässen. Diese beeindruckende Gebilde dient offenbar als Ofen der weißen Esse. Am Fuß des Ofens befindet sich ein seichtes Becken. In den Augenhöhlen des Schädels selbst befinden sich goldene Ringe, die offenbar dazu dienen, eine Art Edelstein oder dem Instrument aufzunehmen. Eine Adlerkugel in die linke Augenhöhle einsetzen. Du musst ein wenig klettern, um die Augenhöhle zu erreichen. Vorsichtig setzt du die Kugel ein. Sie passt genau hinein und du glaubst, eine schwache Energie zu spüren, als das Auge eingesetzt ist. Du spürst den Schädel leicht vibrieren. Die Vibration wird stärker, bis der ganze Boden zu beben scheint. Lose Pflastersteine, die in ihren Fugen klappern. Du springst von dem Ofen weg, um dich dem zu stellen, was da kommt. What stirs in the heart of the battery? Was rührt sich im Herzen der Batterie? I'm here. Bis jetzt nichts. Okay, wir haben das eine Auge und damit den einen Lavakanal freigelegt. Ein großer Steiner Drachenschädel, bla bla bla.
Ein großer Stein der Drachenschiene steht an einem Ende dieser runden Kammer stumm Wache. In seinem Stumpf befindet sich ein Gefäß aus stehenden Gittern, Rohren und Luftdurchlässen. Diese beeindruckende Gebilde dient offenbar als Ofen der weißen Esse. Am Fuße des Ofens befindet sich ein seichtes Becken. In den Augenhöhe des Schädels selbst befinden sich goldene Ringe, die offenbar dazu dienen, eine Art Edelstein oder Instrument aufzunehmen. Eine Adrakkugel in die rechte Augenhöhle einsetzen. Du kletterst nach oben, platzierst die Adrakkugel vorsichtig in dem goldenen Ring in der Mitte der Augenhöhle. Die Kugel passt perfekt hinein. Als sie einrastet, stirbt eine seltsame Energie aus dem Auge des Drachen und durch dich hindurch.